Es soll wieder her. Das Bundesbütchen ist deutsche Geschichte. Doch irgendwie klemmt das Ganze. Und das nächste Thema ist ein Stück Geschichte der Bonner Republik. Das Bundesbütchen stand vor Bundesrat und Bundestag. Die gesamte Politik ging hin, ging einkaufen, Zeitungen bis Zigaretten, Würstchen, Gummibärchen, alles dabei. Dann kam das World Conference Center. Das Bütchen musste weg, soll aber wieder her. Eben Stück deutsche Geschichte. Das Zurückholen kostet einen sechsstelligen Betrag, soll mit Hilfe eines Fördervereins gelingen. Doch es ist schwer. Jürgen Rausch verkauft täglich Pommes und mehr, aber das immer noch in dieser Holzhütte zwischen ehemaligem Kanzleramt und neuem WCCB-Hotel. Eine Übergangslösung sollte das mal sein. Jetzt steht sie schon fast 10 Jahre da. Ich übe mich in Geduld. Das ist mir 10 Jahre gelungen und es wird mir auch weiterhin gelingen. Ein Förderverein soll helfen, rund 300.000 Euro aufzubringen. Die sind nötig, um das Bütchen zu sanieren und wieder nach Hause zu holen. Die Mutter von Jürgen Rausch zieht mit einem Obstwagen durchs Regierungsviertel, kurz nach der Verabschiedung des Grundgesetzes 1949. Das war die eigentliche Geburtsstunde des Bütchens. Es entwickelt sich und wird nach und nach ein fester Bestandteil des Regierungsviertels. Vom Saaldiener über grüne Politiker bis zum Bundeskanzler versorgen sich alle mit Zeitung, Kaffee oder Gummibärchen. Das Bundesbütchen wird unter Denkmalschutz gestellt. 2006 muss es den Bauarbeiten für das WCCB weichen. Das Auslagern bezahlt der damalige Investor, der ist pleite gegangen. Mit dem Wiederaufbau will weder der jetzige Investor noch die Stadt Bonn etwas zu tun haben. Also steht das Bütchen immer noch in seinem Zwischenlager in Bornheim und wartet darauf, dass der Förderverein Gelder auftreibt. Es fehlen noch etwa 200.000 Euro. Das ist viel, aber Jürgen Rausch will nicht aufgeben. In 2017 sehe ich das schon als realistisch an. Gut, ich habe auch gedacht, dass es in 2 Jahren erledigt ist und nicht in 10. Aber es bleibt dabei, 2017. Das Bütchen ist ein Stück deutsche Geschichte. Jürgen Rausch und der Förderverein wollen es so schnell wie möglich an dieser Stelle wieder eröffnen. Ich freue mich, dass jemand da ist, der bestimmt eine Menge Erinnerungen hat. Norbert Blüm, ja. Guten Abend. Ja. Ehemaliger Bundesminister hier in Bonn, lange Jahre gewesen. Welche Erinnerungen haben Sie ans Bundesbütchen? Das ist ein gutes Stück der Bonner Republik. Und das war so ein liebenswerter Treffen. Man muss ja wissen, ganz in der Nähe des Bundestags, da haben wir uns gefetzt. Ich meine, der Bundestagsdebatten, da war Kampf, Leidenschaft. Und 3 Minuten später standen die Truppe vorm Bütchen. Fragt die SPD-Kollegin den CDU-Mann, hast du mal gerade einen Groschen, mir fehlt was bei Bütchen oder so? Ja, es wurden Zeitungen gekauft, Würstchen gegessen, Zigaretten. Ich meine, das war nicht der Treffpunkt großer Konferenzen, aber so war halt Bonn, nicht großburig. Ich meine, die Abgeordneten, musst du ja wissen, die kamen als Untermieter in irgendwelchen Studentenbuden, war das am Anfang. Der Bundestag hatte auch einen Friseur gehabt, das war alles Nachbarschaftliche. Ja. Ist vielleicht an dem Bütchen auch ein Stück weit Politik gemacht worden, wo man außerhalb des Plenarsaals mit dem einen oder anderen so quasi beim, ja, damals noch Zigarette rauchen oder so, vielleicht das eine oder andere so ein bisschen ausgehandelt hat? Ja, es hat jedenfalls der Entkrampfung des politischen Kampfes gedient. Und ich bin ja sehr dafür, dass wir hart miteinander feiten, aber Mensch bleiben. Gegner sind keine Feinde und das ist am Tresen leicht zu bewirken und auch am Bütchen. Und am Bütchen, ja. Berühmt oder auch fernsehmäßig wurde das Ganze auch, als Friedrich Nowotny eine Wette verloren hatte bei, ja, Wetten, das 1981. Und er musste dann am Bundesbütchen, da sehen wir ihn, Würstchen verkaufen. Es kamen, ich glaube, Hunderte kamen. Ich weiß nicht, waren Sie an dem Tag, haben Sie auch ein Würstchen abbekommen? Nein, meine Würstchen habe ich vorher gegessen. Was war denn Ihr Lieblingskauf immer am Bütchen? Würstchen. Tatsächlich, hört man die so ich gut? Bin ein großer Wurstesser. Jetzt muss man ja sagen, Sie sind ja nicht nur wegen der Erinnerungen hier, sind auch Mitglied dieses Fördervereins. Ja. Wie wichtig oder wie schön fänden Sie es tatsächlich, ja, wenn das Bütchen da zurückkommt? Wissen Sie, wenn ein Mensch Gedächtnisschwund hat, ist er krank. Und wenn eine Gesellschaft ihr Erinnerungsvermögen verliert, ist er auch krank. Und Bonn braucht Erinnerungsstücke. Das ist doch mit einer der besten Zeiten, jedenfalls die beste im letzten Jahrhundert, die Bonner Republik. Eine liebenswerte Republik. Ja, ganz entscheidend. Und wenn in 100 Jahren dann auch jemand vorbeikommt, muss er wissen, was da los war. Und vielleicht ist so ein Bütchen ein Erinnerungsstück. Was vermuten Sie? Herr Rausch, der Betreiber, sagt, nächstes Jahr klappt das. Sind Sie auch zuversichtlich, dass es wieder da steht? Ich hoffe. Ich hoffe, dass von dem guten alten Bonn etwas erhalten bleibt. Auch um unsere politischen Kultur wegen.
einer liebenswerten. Ich meine, ich will jetzt keine Reden gegen Berlin halten, aber das ist viel großspuriger. Ein Bütchen am Reichstag kannst du dir nicht vorstellen, aber ein Bütchen am Bonner Bundestag, das gehört zur Bonn und zur Bonner Republik. Und wenn das steht, trinken wir jetzt weiter einen Kaffee. Norbert Blüm, vielen herzlichen Dank für diese Erinnerungen an das Bundesbütchen aus der alten Zeit. Danke sehr.